Vor wenigen Tagen ist in den USA erneut eine junge Afroamerikanerin durch Polizeikugeln getötet worden. Der Vorfall ereignete sich in Columbus im Bundesstaat Ohio. Die Polizei veröffentlicht nun Videoaufnahmen von der Körperkamera des Polizisten. Die Behörden wollten transparent mit dem Vorfall umgehen, heißt es. Laut Polizei reagieren die Beamten auf einen Notruf. Dann erschießt ein Polizist die 16-jährige Micaiah Bryant. Sie ging offenbar mit einem Messer auf andere Jugendliche los. In der Stadt kommt es nach dem Tod der Jugendlichen zu Demonstrationen. Der Vorfall ereignet sich kurz vor der Urteilsverkündung im Prozess um den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz. Der Bürgermeister von Columbus spricht von einer furchtbaren, herzzerreißenden Situation.